Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich euch auch heute wieder auf meinem Kanal begrüßen darf. Heute wieder ein weiteres AC/DC Fotostudio 2018 Tutorial. Heute soll es mal um ein Männerporträt gehen. Und ich zeige euch, wie ihr heute von diesem Bild zu diesem Bild kommt. Viel Spaß beim Zuschauen und bis gleich. Gut, dann öffnen wir jetzt mal hier unsere Aufnahme und sagen hier am besten gleich entwickeln. Gehen hier also in den Entwickeln-Modus und beschneiden erstmal unser Bild so, dass der Ausschnitt uns eben gefällt. So, jetzt gehen wir hier in Geometrie und beschneiden unser Bild erstmal so, dass uns der Ausschnitt eben gefällt. Fast zu viel, hier können wir ein bisschen rüber gehen. Ich hätte es gern so in dem rechten Drittel mehr. Das Foto. Ja. So finde ich es schon ganz okay. Jetzt machen wir hier einen Doppelklick und dann ist die Auswahl auch schon erledigt. Als nächstes müssen wir natürlich an so den Grundeinstellungen hier ein bisschen drehen, an der Belichtung, am Kontrast und so weiter, weil das Bild ist ja um einiges zu dunkel. Wir sehen hier, es ist schon fast ein bisschen ausgebrannt, das heißt, wenn wir hier ein bisschen heller machen das Ganze, wird es hier noch heller. Also schauen wir mal, was wir hier machen können. Gehen wir leicht mit der Belichtung hoch, aber ich mache auch gleich mal hier das Fülllicht hoch, das heißt, alle dunklen Bereiche werden aufgehellt. So, das ist schon eigentlich ganz gut. Ich will es ja nicht ganz so hell haben. Ich will schon noch so ein bisschen den düsteren Look beibehalten. Hier mit der Lichtaufhellung können wir die hellen Bereiche, die wir hier zum Beispiel sehen, können wir ein bisschen runterdrehen. Wir können das übrigens uns auch hier anzeigen lassen. Da sehen wir dann, welche Bereiche überbelichtet sind. Sehen wir sie wieder. Genau. Jetzt haben wir es also schon so weit verbessert, dass diese überbrannten Bereiche etwas weg sind. Das machen wir jetzt gerade so, dass es ja, so ist okay. So lassen wir das Fülllicht. Kontrast kann man da natürlich auch noch ein bisschen reinmachen. Das ist dann aber schon wieder zu viel. Ich mache da aber nur ganz wenig. Und das waren dann schon die Grundeinstellungen, die ich jetzt für dieses Bild erstmal so vornehmen möchte. Als nächstes gehen wir mal an die Haut und schauen mal, was wir da noch verbessern können oder verbessern müssen. Dazu geht mal die 100% Ansicht rein. Oh, und wir sehen schon hier, die habe ich mir extra wachsen lassen für euch, damit ich die dann schön entfernen kann. Dazu gehen wir hier mal auf das Reparieren Tool. Bei diesem Reparieren Tool ist es so, dass man erst eine Quelle auswählt, zum Beispiel hier oben oder hier, ist ganz gut, das als Quelle und dann tippt man einmal mit der linken Maustaste darüber und dann ist diese Stelle weg. Mit dem Mausrad verstellen wir die Größe des Pinsels, wie man auch oben links sieht, verändert sich das hier. Hält man die Shift-Taste, also die Großschreibtaste gedrückt, kann man die weiche Kante hier noch erhöhen. Und probieren wir den Klonpinsel, der kopiert wirklich einfach nur. So, jetzt machen wir. Ja, das ist nicht optimal. Wir machen es mal mit dem Reparaturpinsel. Probieren nochmal hier eine schöne Stelle rauszusuchen, die ähnlich ist. Ja, so lasse ich es mal. Und hier auch. Hier ist noch eine kleine Stelle. Okay, so mal sehen, mit gedrückter Leertaste kann man jetzt mit diesem Handwerkzeug das Bild so ein bisschen zurechtrücken und schauen, ob da noch irgendwas ist, was man wegmachen könnte. Ja gut, das sind jetzt Kleinigkeiten, könnte man hier noch tun. Hier. Ja, ansonsten, der
denke ich, kann man es lassen. Gut, dann haben wir jetzt also den Pickel weggemacht, die Belichtung soweit angepasst, dass es uns gefällt. Als nächstes machen wir das dann so, dass wir, ich will hier ein bisschen noch den Bart und so die Schärfe noch ein bisschen erhöhen, dass diese Stoppel, wenn da schon mal welche sind, noch ein bisschen deutlicher rauskommen. Das mache ich dann am besten so, dass ich hier auf die Details gehe. Und hier gibt es einen Scharfzeichnungsfilter. Und da schauen wir mal, was sich da noch Schönes tut. Hier die Maskierung machen wir mal komplett raus. Maskieren heißt einfach, das zeige ich euch gleich noch, dass er nur auf bestimmte Bereiche des Bildes diese Scharfzeichnung anwendet. Um das aber zu beurteilen, wie es auf dem ganzen Bild aussieht, mache ich das mal raus, diese Maskierung. Und wir sehen hier ganz deutlich, wie es sich am Bild ändert. Also so hätte ich es eigentlich ja, schon ganz gern, dass es ein bisschen stärker wird. Machen wir mal so. Den Radius, mal schauen, ob sich da noch was tut. Ja, da wird es noch deutlich schärfer. Das war schon fast wieder zu stark. Nee. Ich bleibe hier mal so bei einem Wert von 4, 5. Das ist okay. Und dann schauen wir uns mal an, was diese Maskierung macht. Wenn man diese Maske hier hochzieht, sieht man schon, in den Hautbereichen wird nicht scharf gezeichnet, aber hier unten am Bart, hier zum Beispiel, sieht man diese Scharfzeichnung. Man kann es aber auch besser noch verdeutlichen, indem man die Alt-Taste gedrückt hält und dann diesen Regler hochzieht. Alle weißen Bereiche werden jetzt nachgeschärft, alle schwarzen Bereiche werden nicht nachgeschärft. Ich mache das jetzt mal so, dass der Bart schon deutlich schärfer wird, so ungefähr. Das kann ich mal vorher und nachher machen. Ja, man kann sogar noch ein bisschen den Wert hochdrehen. Ja. Man fällt einem das mehr auf, gerade hier unten. Hier am Bart zum Beispiel sieht man es deutlich raus an. Okay, jetzt ist aber auch teilweise der Hautbereich natürlich scharf gezeichnet. Wie man auch wieder sieht, ich mache nochmal an und aus. Aus, an. Und das möchte ich nicht unbedingt haben. Die Haut soll schon einigermaßen weich bleiben. Deswegen machen wir jetzt Folgendes, dass wir die Haut noch nachträglich etwas glätten. Weil der nächste Schritt ist nämlich so, dass wir jetzt in den Bearbeiten-Modus wechseln müssen. Nur da haben wir die Möglichkeit eben den Hautton über unsere Pinselspitze anzupassen. Das zeige ich euch jetzt mal. Gut. Wir sind jetzt, oder wir sehen hier unter diesem Reparieren, unter dieser Reparierenpalette haben wir auch wieder den Reiter oder den Punkt Hautton. Den öffnen wir jetzt mal und sehen jetzt hier die gleichen Möglichkeiten wie vorhin auch, bloß dass wir jetzt auch wieder unseren Pinsel haben, unser Verlaufswerkzeug, unseren radialen Verlauf. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Ich mache mal die Ansicht wieder 1:1. Und wir gucken uns mal diese Bereiche hier an, vor allem, wie wir die glatt bekommen. Und wir sehen schon, klar, so ist natürlich viel zu viel. Was man aber auch noch machen kann, dass man erstmal das Ganze ein bisschen glatter macht und regelt das Ganze dann über die Deckkraft. Es gibt oftmals einen schöneren Effekt, als wenn man tatsächlich hier dieses Glätten einstellt. Das heißt, ich zeige es euch nochmal. Dreht ruhig die Deckkraft auf 100%, sodass der Effekt zu 100% angewendet wird. Und stellt mal hier so ein, dass ihr gerade noch sagt, naja, so ist schon fast ein bisschen übertrieben. Wir lassen es mal so. Den Schein
bisschen kann man vielleicht reintun. Lassen wir es mal so. Und jetzt regen wir das Ganze über die Deckkraft hier oben. Ziehen das mal ganz runter. Und wieder ganz bisschen hoch. Ich würze mal. Ich würde es mal so lassen. Auf 70. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Hier mit dem Radius kann man ein bisschen spielen. Da ändert sich auch noch mal was. Ja, da kann man durchaus mal. Das ist einfach. Jetzt sieht es aber schlimm aus. Das ist einfach so eine Spielerei. Da muss man wirklich mal ausprobieren, wie es am besten ist. Ja, ich mache es mal so, auch auf 70. Gefällt mir ganz gut. Okay. Jetzt haben wir mal grundsätzlich den Hautton eingestellt oder eingestellt, wie glatt wir die Haut haben möchten. Jetzt gehen wir auf unseren Pinsel und sehen jetzt auch schon, okay, es ist das Original wiederhergestellt. Und jetzt tun wir überall da, wo wir die Haut eben glätten möchten, gehen wir mit unserem Pinsel drüber. Wir schauen mal hier nach dem Druck. Der Druck macht nichts anderes, als dass er wirklich, wenn ihr einmal drüber zeichnet, dann ist das Ganze schon glatt gebügelt, so wie ihr es eben vorher eingestellt habt. Sagt ihr allerdings, der Druck soll niedrig sein, dann könnt ihr wirklich einmal drüber fahren, nochmal drüber fahren, dann wird dieser Effekt erst verstärkt. Man sieht es auch hier, wenn man diesen Pinselstrich anmacht, hier ist es noch durchsichtig, das heißt, hier ist der Effekt noch nicht zu 100% da, hier ist er schon zu 100% umgesetzt. Und ich zeige es euch nochmal, wenn man hier drüber zeichnet, umso mehr man drüber zeichnet, umso mehr kommt der Effekt zum Tragen. Und so kann man dann eigentlich ganz schön das Bild anpassen. So, wir tun das Ganze hier mal wieder entfernen. Dazu halten wir die rechte Maustaste gedrückt und fahren hier über die roten Pinselstriche drüber. So, jetzt ist das Ganze wieder weg. Also nochmal, wir erhöhen ein bisschen den Druck und malen hier einfach mal drüber. Dazu machen wir den Pinselstrich wieder aus und schauen einfach mal, wie das Ganze dann sich auswirkt. Pinsel anmachen, das wir schon sehen. Okay, da haben wir schon überall gezeichnet. Okay, wir können uns den Effekt anschauen, indem wir einfach hier unten auf das vorherige Anzeigen gehen. Da sieht man schon, ja, hat sich deutlich was getan. Es wurde auch ein bisschen aufgehellt. Ja, gefällt mir so eigentlich schon ganz gut. Der Bart ist wieder ist so geblieben und der Rest ist ein bisschen weich gezeichnet. Das gefällt mir so. Darum sage ich hier fertig, die Bearbeitung ist hier somit abgeschlossen. Als nächstes möchte ich noch ein bisschen die Augen hier aufhellen. Die sind schon etwas dunkel geraten. Dazu gehe ich mal wieder in die 100% Ansicht. Und etwas aufhellen oder etwas abdunkeln kann man ganz gut erledigen hier mit diesem Abbildung- und Nachbelichten-Werkzeug. Da hat man hier eben die Möglichkeit zu sagen abwählen, das heißt man hält den Bereich auf, nachbelichten, man macht das Ganze wieder etwas dunkler oder man kann hier auch an der Sättigung etwas spielen. Man kann hier wieder die Pinselgröße verändern und hier die Stärke des Effekts einstellen. Wenn man jetzt hier wieder auf 100% geht, dann sieht man sofort, das Ganze wird sehr, sehr hell. So wollen wir das natürlich nicht haben, wir wollen das etwas dezenter einstellen. Das heißt, ich mache das Ganze hier unten wieder komplett rückgängig und wir stellen uns mal hier die Stärke auf, ja, vielleicht mal 9. Ich mache jetzt auch hier mal die Spitze etwas größer, weil ich will genau diesen Bereich will ich etwas aufhellen. Du siehst es auch schon, da vielleicht ein bisschen mehr. Man muss es wirklich ganz vorsichtig machen. Sonst ist es ganz schnell zu viel des Guten und
dann sieht es unnatürlich aus. Dazu immer mal auch wieder in diese Ansicht wechseln und wieder hier vorheriges Bild anzeigen. Da sieht man schon, ja, es hat sich was getan. Es ist schon fast okay. Man könnte da unten noch ein bisschen diese Streifen, versuche ich mal noch ein bisschen aufzuhellen, dass man das noch ein bisschen wegbekommt. Wieder mal gucken. Probiere ich mal hier noch ein bisschen mein Glück, indem ich das hier ein bisschen aufhelle. So, vorher, nachher. So sieht man natürlich aus. Aber es ist nicht zu viel. Mal in 100% Ansicht. Es wirkt natürlich. Und wir schauen noch mal, aber es hat sich deutlich was getan. Ja, so gefällt mir das Bild schon ganz gut. Würde ich schon fast so lassen. Was ich jetzt noch machen würde, ist eine Vignette hier hinzufügen, also die Ränder noch so leicht abdunkeln. Das mache ich aber dann wahrscheinlich wieder im Entwickelmodus. Dazu muss ich das Bild hier erstmal speichern und wechsle hier wieder zu unserem Modus. Ja, ich will das Bild dann überschreiben, ganz einfach. Ja. Okay. Weil im Entwickelmodus habe ich dann wieder die Möglichkeit, den Effekt wieder nachträglich noch zu verstärken oder wieder etwas abzuschwächen. Gehe ich hier in die negative Richtung, mache ich das Ganze dunkler am Rand. Gehe ich hier in die positive Richtung, mache ich einen weißen Rand hinzu. Ich will natürlich eher die Ränder etwas abdunkeln, so zum Beispiel. Wir machen es erstmal mehr. Dann kann ich hier den Radius einstellen, wie weit soll das Ganze reinreichen. Ja, das kann schon so sein. Die Kante kann ich noch einstellen, wie weich die sein soll. Das finde ich aber auf dieser Mittelposition eigentlich ganz okay. Und die Rundung, das heißt, das Bild, ich mache jetzt nochmal hier, man sieht hier, wie er diese Form verändert, diese Ellipse eben zu was Rechteckigem oder auch in die andere Richtung. Ich lasse es mal so und mache wieder die weiche Kante und spiele jetzt hier noch ein bisschen mit der Stärke. So finde ich es eigentlich genug. Es darf zwar schon auffallen, aber nicht zu extrem. Hier wieder vorher, nachher. Ja, das ist soweit okay. Okay, als letztes würde ich jetzt noch gern einen Fotoeffekt hinzufügen. Dazu öffne ich hier meine Effektepalette und sehe hier gleich meine Effekte. Ich kann hier mir einen Effekt direkt raussuchen. Oder ich mache es eben so, dass ich hier mit der Maustaste drüber gehe und mit dem Mausrad dann ganz einfach die Effekte durchscrolle und wieder einen raussuche, der mir gut gefällt. Dieser Effekt gefällt mir schon ganz gut. Ich finde ihn bloß noch zu extrem. Das ist aber auch kein Problem. Da kann man hier noch an der Deckkraft drehen und sagen, okay, wie stark soll denn dieser Effekt zum Vorschein treten? Nur ganz leicht? Ja, oder schon so, dass man es auch erkennt? Ich hätte gesagt, ich nehme mal so ungefähr und man könnte ihn auch noch an dieser Mischmethode drehen. Da kann man auch einfach mal Maustaste drüber gehen, mit dem Scrollrad ein bisschen durchscrollen, dann kann man das Ganze mal ausprobieren. Ja, gut, der Effekt ist hinzugefügt. Ich kann hier sagen, fertig. Das Bild wird noch ein letztes Mal gespeichert und ich habe hier meine zwei Versionen. So, mein Bild ist jetzt fertig und wir können uns nochmal das Vorher und das Nachher anschauen. Dazu einfach mit der gedrückten Steuerungstaste beide Bilder auswählen.
hier zum Beispiel rechte Maustaste drauf machen und dann Bilder vergleichen. Ja, und ich denke, man sieht schon einen kleinen Unterschied und so würde ich das Bild gerne veröffentlichen. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr konntet euch ein paar Kleinigkeiten abschauen, die euch vielleicht helfen oder weiterbringen in eurer Bildbearbeitung. Ich danke euch, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.